Willkommen bei Foodtour Deutschland. Mein Name ist Andreas Patzek und das ist die Miko, die schon wieder Hunger hat. Wir sind unterwegs im Harz und zwar beim Örtchen Halberstadt. Hier liegt dieser besondere Spot. Als ich ihn zum ersten Mal auf Instagram gesehen habe, ich glaube vor einem Jahr, war ich total ergriffen. Das Bild hatte ich vorher noch nie gesehen. Was ist das hier für eine Anlage? Das sind die Klussberge. Die Klussberge sind so eine, ja nicht eine Hügellandschaft, es ist eine Anhöhe mehr, also ja, so ein Berg oben. Drumherum sind Bäume, also wie so eine Lichtung. Und zwar gibt es hier mehrere photogene Sandsteinformationen. Ich glaube, die Gesamthöhe ist so 190 Meter. Und die bekanntesten sind das hier, das ist der Klussfelsen gegenüber der Fünffingerfelsen. Und dann gibt es hier noch die Teufelskanzlei, so ein Aussichtspunkt. Und auf alle kann man drauf hier auf die Anhöhen und ja, von verschiedenen Stellen kann man fotografieren. Der Klussfelsen selbst, wie gesagt, das ist das Markante, der erinnert mich irgendwie an Amon Syl aus Herr der Ringe. Im ersten Teil flüchten ja die Hobbits und werden da direkt am Anfang gestellt. Ich habe nachher auch so Bilder gemacht mit so einer kleinen Lagerfeuerlampe, also so sah das auch aus. Sie haben hier oben Feuer angemacht auf der Wetterspitze und das Ding sieht unglaublich aus, als hätten da wirklich vor Jahrtausenden schon hier die Zwerge das Ding gebaut. Zum Namen, die Klussfelsen der Klussberge, wo kommt der her? 1070 die erste Erwähnung, hat sich hier ein Einsiedler niedergelassen. Einsiedler hieß früher auch Klausner, glaube ich, genau, Klausner. Und dann kam der Name Klussfelsen her. Der hat dann wohl die Höhle gebaut, vielleicht waren die Höhlen teilweise schon von vorher da, das weiß man nicht. Und auf jeden Fall sind hier mehrere Höhlenräume, die auch sehr fotogen sind. Leider sind die meisten gesperrt wegen Einbruchgefahr. Teilweise wurde hier auch Vandalismus betrieben, deswegen bitte macht nichts kaputt. Sandsteine geht wirklich schnell kaputt. Das hier alles ist Sandstein hier, der hier zerrieben ist oder kaputt gegangen ist. Schützt hier dieses wunderschöne Fleckchen hier, sage ich jetzt mal. Und nochmal zu den Höhlen zurück. Es gibt aber noch eine Höhle hier vorne, so eine kleinere. Und da kann man mit so einem super Weitwinkel, kann man die richtig schön ins Bild reinkriegen. Links, rechts so offene Fenster und die Sonne kommt an der Seite herein. Jo. Was gibt es sonst noch zu sagen zum Fotografieren? Man braucht hier einen super Weitwinkel. Hier Filme fotografiere ich mit 10 mm an DX. Von Stellen gegenüber braucht man es nicht unbedingt. Kann man teilweise auch mit so einem Standardobjektiv 18 bis 50 an DX fotografieren. Und innen drin in den Hohlräumen braucht man auch wieder dann einen super Weitwinkel. Als letztes, wie kommt man hier hin? So knapp einen Kilometer von hier gibt es einen Parkplatz bei der Klussiedlung. Ich glaube, vor der Kluss heißt die Straße genau. Ich blende es euch ein und da ist man, wie gesagt, in 10 Minuten da. Man kann dann hier auch ein bisschen länger rumgehen, so 3-4 Kilometer so eine Rundtour machen zwischen den einzelnen Felsen und nachher wieder zurück. So, Himiko, jetzt gehen wir mal rein in die Höhlen, okay?